Was für zuckersüße Aufnahmen. Melanie Müller teilt jetzt auf Instagram ein neues Foto ihres frisch geborenen Sohnes Matti. Erst vor wenigen Tagen ist die Reality-TV-Sängerin zum zweiten Mal Mutter geworden. Auf dem neuesten Schnappschuss liegt ihr neugeborener Sprössling gemeinsam mit Melanies erstem Kind, der zweijährigen Mia Rose, auf dem Krankenhausbett. Dazu titelt die 31-Jährige den Hashtag Geschwisterliebe. Dass die beiden Kinder der Schlagersängerin und ihrem Ehemann Mike Blümer Geschwister sind, ist dabei unschwer erkennbar. Laut Melanies Fangemeinde sei bereits eine gewisse Ähnlichkeit des Geschwisterpaares zu erkennen. Man sieht jetzt schon die Ähnlichkeit der beiden, dasselbe Schnütchen und die sehen ja genau gleich aus, kommentieren ihre Fans auf Instagram. Doch der Säugling scheint mit der Situation noch ein wenig überfordert zu sein. Während seine ältere Schwester aus dem Strahl nicht mehr herauskommt, schaut Matti irgendwie nicht glücklich aus. Aber wen wundert's, der Kleine ist noch nicht mal eine Woche alt und muss sich erstmal an alles gewöhnen. Dafür strahlt Mia Rose umso mehr. Endlich hat sie einen Spielgefährten gefunden, mit dem sie sich fortan die Zeit vertreiben kann. Auch für ihre Eltern wird sich jetzt vermutlich erstmal einiges ändern. Melanies Auftritte als Schlagersängerin und vor allem die Arbeit in ihrem Bratwurststand am Ballermann sind nun wohl erstmal zweitrangig. Aber wie wir die Sexin kennen, dauert es bestimmt nicht lange, bis sie wieder auf der Bühne steht. Wir lieben diese herzerwärmenden Aufnahmen und hoffen auf weitere Schnappschüsse des jungen Familienglücks.